Zum Ende des Bergsteigen-Grundlagenkurses sollte es nochmal ein großes Fazit geben. Eine Zusammenfassung in Form einer klaren Auskunft, was die Startausrüstung und die fünf wichtigsten Tipps zum Beginn deiner großen Karriere im Bergsport sein sollten. Willkommen zur letzten Episode des Bergsteigen-Grundlagenkurses. Vorweg, natürlich bleibt der Bergsteigen-Grundlagenkurs nicht allein, denn in den nächsten Wochen arbeite ich am Hochtouren-Grundlagenkurs und auch am Klettersteig-Grundlagenkurs, sodass du diesen Sommer einiges vorhaben kannst und definitiv informiert und sicher unterwegs sein wirst. Du bist künftig Teil der neuen Generation an Bergsteigerinnen und Bergsteiger und deshalb sollten wir uns zum einen mit dem Thema Ausrüstung beschäftigen und zum anderen mit allgemeinen Tipps. Fangen wir aber mit dem Thema Ausrüstung an. Dazu ein kleiner, unterhaltsamer Film. Los geht's. Das ist Sebastian. Sebastian ist sehr verwirrt, denn er will zum Wandern anfangen und hat überhaupt keinen Plan, welche Ausrüstung er sich dafür zulegen sollte, wenn es um das Thema Bergsteigen geht. Deshalb sind ja nun wir da, damit er gut ausgerüstet und richtig gekleidet in den Bergen unterwegs ist. Fangen wir doch erstmal bei der Bekleidung an. Jean, das geht gar nicht. Du musst doch beweglich und flexibel sein. Außerdem willst du möglichst belüftet unterwegs sein, oder? Eben. Deshalb kriegst du jetzt erstmal eine Berghose. Nun bist du mit robusten Hosen ausgestattet. Sehr gut. Aber das Hemd, das geht natürlich auch nicht. Im Prinzip aus denselben Gründen. Aber am besten, du besorgst dir etwas aus Merino oder Polyester. Vielleicht auch Bambus. Ja genau, viel besser. Nur mit diesen Schuhen, mit denen wirst du keine große Freude haben. Schließlich brauchst du Stabilität, Schutz und ordentlich Reibung im schwierigen Gelände. Also kriegst du jetzt noch ein paar Bergschuhe, damit du sicher unterwegs bist. Und die richtigen Socken gleich mit dazu. Perfekt. Jetzt kriegst du noch eine Kappe, damit dich die Sonne nicht erwischt und deine Bekleidung für den Start ist perfekt. Doch neben dem, was du am Körper trägst, sollte natürlich auch noch eine ganze Menge wichtiger Dinge mitkommen. Doch dafür brauchen wir etwas Platz, um deine neue Ausrüstung zu sortieren. Ja, genau so. Jetzt kriegst du erstmal einen Rucksack. Und in den packen wir jetzt erstmal die wichtigste Ausrüstung, also ein Erste-Hilfe-Set und einen Biwaksack. Außerdem noch einen Leatherman oder ein Schweizer Taschenmesser. Das kann einem in Ausnahmefällen wirklich gute Dienste erweisen. Doch was, wenn es kalt wird? Dann sollen wir uns was zum Anziehen einpacken. Genau. Also kommt jetzt erstmal eine Fleecejacke mit und falls es doch regnen sollte, am besten eine solide Regenjacke. Und weil du ja gerne auch auf einen etwas höheren Berg steigen möchtest, packst du nun zur Sicherheit noch ganz dünne Handschuhe und ein Schlauchtuch ein. Aber irgendwann auf der Tour wird dich sicher der große Hunger und vor allem der Durst überfallen. Und für diesen Moment solltest du gut vorbereitet sein. Deshalb gibt's nochmal etwas Gescheites zu essen und ausreichend zu trinken mit. Am besten sind hier gleich mal 1,5 bis 2,5 Liter, je nachdem, wie lange du unterwegs bist. Damit du aber bei den ersten An- und Abstiegen nicht Probleme mit den Gelenken kriegst, kriegst du hier jetzt nochmal ein paar Stöcke, mit denen definitiv nichts mehr schiefgehen sollte. Am besten packst du jetzt noch eine Sonnenbrille, Taschentücher, deine Geldbörse, dein Handy und eine Karte der Umgebung ins Deckelfach und schon kann es mit dem Abenteuer losgehen. Du bist jetzt ausgestattet wie ein richtiger Bergsteiger. Sehr gut. Natürlich hängt Ausrüstung immer auch ein wenig von der Jahreszeit und der Tour ab. Sie kann also definitiv auch erweitert werden, wenn die Umstände es erfordern. Doch das ist definitiv eine solide Grundausstattung, die auf jeder Bergtour eine gute Wahl darstellen wird. Doch Ausrüstung ist zwar wertvoll, aber definitiv nicht alles. Ein paar Tipps von mir können dir jetzt vielleicht noch dabei helfen, einen gemütlichen, positiven und sicheren Einstieg in das Thema zu erhalten. Los geht's mit meinen 5 Tipps zum Einstieg. Tipp Nummer 1. Ein guter Umgang. Als Gemeinschaft der Bergsteiger sind wir ein großer bunter Haufen an Menschen und wollen daher auch alle mit all unseren Facetten und Eigenheiten akzeptiert und respektiert werden. Egal ob wir schnell oder langsam sind, Kartoffeln oder Dürre mögen, Trails laufen oder Wege wandern. Deshalb sollten wir uns alle in den Bergen, sowohl im Hochgebirge als auch im Hügelland, einfach grüßen, wenn wir uns begegnen, weil wir am Ende des Tages zwar getrennte Wege gehen, aber eine große Gemeinschaft als Bergsportler bleiben. Außerdem sollte man überall da, wo Hilfe gebraucht wird, auch eine helfende Hand anbieten.
nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft über den Zustand des Wegs, das Wetter auf der anderen Seite und die Gefahren in den Schlüsselpassagen hinweisen. Dadurch erhält man ab und zu Informationen, die für einen selbst wertvoll sein können, aber auch Aufschluss darüber geben, wie es jemandem gerade geht und ob er Probleme beim Aufstieg oder Abstieg hat. Im Idealfall ist man eine große Hilfe und selbst wenn nicht, ergibt sich vielleicht ein nettes Gespräch. Tipp Nummer 2. Respekt auch gegenüber dem Berg. Am besten, man ist immer so unterwegs, wie man möchte, dass andere Menschen im eigenen Wohnzimmer unterwegs sind. Mit Respekt vor fremdem Eigentum und ohne etwas zu hinterlassen, was nicht bereits zuvor da war. Am Berg funktioniert das ziemlich ähnlich. Was niemals am Berg gelassen werden sollte, ist Müll. Damit schadest du dem Bild der Berge, der Umwelt und dem Erlebnis anderer Bergsteiger. Egal welcher Müll es ist, man wird ihn am Berg auf natürliche Art und Weise nicht los, wodurch er ein denkbar schlechtes Langzeitinvestment ist. Außerdem sollte man Gipfelkreuze nicht als Gelegenheit für Turnen, Klettern, Gymnastik, Yoga betrachten, da es respektlos gegenüber den Erbauern und Trägern ist. Die meisten Gipfelkreuze werden mühsam getragen und dienen als Andenken, Forschungsstationen und so weiter. Tipp Nummer 3. Die Selbsteinschätzung. Glauben heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Das wusste nicht nur Nietzsche, sondern das ist auch am Berg ein guter Rat. Immer wenn man nicht weiß, ob eine Tour zu schwer, zu lang oder zu gefährlich ist, sollte man lieber einen Gang zurückschalten und gut überlegen. Nicht jede Tour über dem eigenen Limit ist ein No-Go, denn sonst könnte man sich ja nie richtig weiterentwickeln und steigern. Jedoch sollte man immer schauen, ob es nicht eine Steigerung in kleineren Schritten gibt, da das in der Regel deutlich sicherer ist. Tipp Nummer 4. Auf den Wegen bleiben. Die Wege sind der größte Ankerpunkt im sicheren Bergsport. Verlassen wir die Wege, verlassen wir das, was andere vor uns schon probiert und gemeistert haben. Gerade zu Beginn ist das Unbekannte ein häufiger Grund für Probleme, weshalb Schilder, Markierungen und Co. immer deine Freunde sind. Tipp Nummer 5. Die Alpenacademy. Bergsport ist nicht leicht, aber gut zu lernen. Die verschiedenen Disziplinen können stets eine eigene Welt für sich darstellen, weshalb es gut ist, eine Ordnung zu haben und einen Fixpunkt, an dem man sich festhalten kann und Rat findet. Ich möchte dir mit der Alpenacademy genau das bieten. Wenn dir meine Arbeit in den letzten Monaten geholfen hat, freue ich mich über deine Unterstützung, denn das alles gibt's nur kostenlos, weil du es möglich machst. Alle Infos dazu eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Abonniere auch gern den Kanal, um up to date zu bleiben. Das waren hier zusammengefasst natürlich nur die wichtigsten Kurztipps, nochmal etwas ausgerollt, aber wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wieso sagt der nicht mehr zum richtigen Verhalten oder zur Schwierigkeitsskala und so weiter, dann empfehle ich euch die komplette Grundlagenkurs-Playlist mit den einzelnen informativen Videos. Zum Schluss möchte ich noch was Wichtiges loswerden. Danke, danke, danke für eure unglaubliche Unterstützung in den letzten Monaten. Der Bergsteigen-Grundlagenkurs endet hier zwar, aber er ist auch gleichzeitig der Beginn des fortgeschrittenen Bergsteigens und der Beginn vieler neuer Grundlagenkurse. Eure Kommentare, eure Fragen, euer Feedback und eure Daumen nach oben haben mir gezeigt, dass Bergsteigen wichtig ist und wir eine große, tolle Community und Gemeinschaft sind. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch in Zukunft dabei seid und gemeinsam mit mir die Berge kennenlernt. Keine Worte beschreiben, mit wie viel Zusammenhalt und mit wie viel Begeisterung hier auf diesem Kanal in den letzten Monaten etwas Großartiges entstanden ist. Und das wird definitiv in diesem Stil auch weitergehen. Daher lasst es mich kurz fassen. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Bergheil.